Hübsch, oder? Was für malerische Flecken jetzt dazugekommen sind zu unserem Reich. Und hübsch natürlich, dass unser Reich größer geworden ist. Viel, viel größer. 4 neue Siedlungen, 2 neue Provinzen dazugekommen. Schöne Geschichte. Dank unseres Geschwisterreiches von Illyrien, bei denen haben wir uns immer eingeschleimt und eingescheißert. Durch jede Menge Einflusspunkte haben sie umgarnt und bezirzt und jetzt waren sie bereit, Klammer auf, nachdem wir sie zusätzlich noch mit Gold überhäuft haben, Klammer zu, ihre Souveränität aufzugeben und in Form einer Konföderation sich mit unserem Hochelfenreich, dem von Lothar, zusammenzuschließen unter unserem Namen. Das ist also wie wenn zwei Ehepartner heiraten, der eine schenkt dem anderen Fettgold und dadurch gewinnen dann beide ein gemeinsames Einkommen, eine gemeinsame Wohnung, eine gemeinsame Armee und den Namen des Geldgebers. So in etwa ist das hier gelaufen. Jetzt wollen wir aber auch noch uns rumschlagen mit den neidischen Nachbarn, konkret mit Tiranogd im Hochelfenreich hier im Westen. Wir haben überhaupt, ich habe eben mal durchgeschaut schnell beim Folgenwechsel, mächtige Probleme mit der öffentlichen Ordnung, auch bald ernsthafte Probleme in ein paar Runden, wenn das so weitergeht, drohen Rebellionen, dank der Konföderation haben wir mal auch nicht hohe Ordnungsstrafen. Mal schauen, ob wir da irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge ziehen oder ein paar Runden ein bisschen mehr Ruhe haben. 3 Armeen haben wir mittlerweile. Das ist unsere Startarmee mit Tyrion. Das sind die beiden anderen. Wir werden, glaube ich, mit Tyrion, wir wollen ja hier vorrücken und schauen, dass wir das Greifentor, den Tyrannox, abnehmen. Da werden wir wohl oder übel wechseln müssen in die Machtstellung. Damit wir ein bisschen mithalten können. Kann er hier hochziehen? Wie greift man hier überhaupt an? Hier hoch und dann den Hang hoch, ja? Probieren wir mal mit den anderen aus. Anscheinend, ne? Hier hoch. Hier über den Fluss. Da hinten ist eine Furcht, okay. Und dann zieht man nachher hier hoch. Und greift dann hier an. Alles klar. Dann bleiben wir aber erstmal innerhalb unseres eigenen Reiches. Wo ist die Landesgrenze? Ach, die verkehrt hier. Da schon die Provinz Illyrien. Sobald wir also reinziehen, dann merken die das. Werden eventuell Verstärkungstruppen ziehen. Benutzen. Reicht es denn vielleicht, wenn wir einfach nur direkt hier bei der Furcht uns positionieren? Kommen wir dann innerhalb einer Runde hier hoch? Wenn wir bis hier hinziehen und es wird den Feind aufwecken? Ich glaube nicht. Das wird nicht reichen. Nee, nee. Das ist mir zu knapp kalkuliert. Wir gehen wirklich in den Marschmodus und ziehen mit ihm hoch bis hierhin. Mit ein bisschen Glück wird das ja vielleicht als Hinterhalt angesehen. Da läuft er mit seinem Flammenschwert rüber. Er stellt sich vor ihn. I serve the king. Going forth. Bed Eternal zieht ebenfalls nach. Not by my hand. Jede Menge Siedlungsverbesserungen verfügbar. Schauen wir uns erstmal die hier an. Das ist mittlerweile der Erlass mit den Baukosten. Wir haben nur 2000. Wir sollten vor allem auf die öffentliche Ordnung gucken. Hier ist die öffentliche Ordnung bei minus 9. Das geht noch. Da ist sie bei minus 12. Das geht auch noch. Hier ist sie bei minus 40. Nein. Bei minus 60. Ups. Plus 4. Ja, ihr merkt schon. Die ernsten Probleme haben wir in den beiden hier im Osten. Hier in Angerial. Minus 60. Da haben wir kein einziges. Doch da haben wir ein öffentliches Ordnungsgebäude, das wir nicht upgraden können. Hier gibt es auch keine Baumöglichkeiten. Da können wir im Augenblick nichts machen. In 3 Runden haben wir einen weiteren Bauplatz hier. Aber wir haben hier schon ein öffentliches Ordnungsgebäude. Da können wir nichts reißen. Die Piazza? Moment. Säulengang? Ach so, wir sind hier in der falschen Etage. Genau, das steht hier schon. Da kann man nicht mehr machen. Das sind alles keine Gebäude. Doch hier, Obstgärten. Die bringen öffentliche Ordnung.
Nicht viel, aber immerhin. Das heißt, die können wir dann bauen in 3 Runden, wenn das Hauptgebäude ausgebaut ist hier in Angerian. Oder wir reißen jetzt schon was ab. Aber das kann man nicht machen. Wir können keinen Hafen abreißen. Das bringt so viel Geld rein. Und das bringt ja auch öffentliche Ordnung. Das macht alles keinen Sinn. Okay, das haben wir uns also angeschaut. Aufstand in 5 Runden. Na, mal gucken. Zweite Provinz mit den ernsthaften Ordnungsproblemen. Das ist hier Zaferi. In 7 Runden ein Problem. Können wir hier was bauen? Gehöft ausbauen bringt uns wenig. Was wir machen können, ist hier den Elistor Hafen, das Hauptgebäude ausbauen. Wir haben einen Bevölkerungspunkt. Da können wir in der nächsten Runde, wenn wir den Bauslot hier frei haben, ein öffentliches Ordnungsgebäude bauen. Das könnten wir machen. Das hier ist ein Ausbau von Edelsteinen, mehr Wachstum. Okay, das behalte ich mal im Hinterkopf. Und ansonsten hier im Westen. Schauen wir mal einen Blick. Pardon. Auf Adlertor. Da können wir im Augenblick gar nichts machen. Und hier können wir zum Beispiel bauen. Obstgarten, mehr öffentliche Ordnung, Wein. Wird gebaut. Und in Bogenspann haben wir auch einen freien Bauslot. Die Unterhaltungsgebäude für die öffentliche Ordnung stehen hier schon. Wo ist denn überhaupt der Bogenspann? Hier sollte eigentlich kein Feind hinkommen können. Das blockt hier, vom Süden blockt hier die Siedlung das ab. Das ist Gebirge undurchdringlich. Solange wir Adlertor halten können, müssen wir im Bogenspann keine Defensivgebäude bauen. Wir haben ja bereits das Hauptgebäude, Säulengang, einen Wachturm, den könnten wir sogar eventuell abreißen. Und hier können wir bauen. Elfischen Zimmermann nützt uns immer was. Mehr Wachstum ist schon bei 139, ist Quark. Elfischer Zimmermann. Hat mir beim letzten Mal, glaube ich, schon teilweise überlegt, aber angesichts der Ordnungsprobleme wollte ich das lieber nochmal durchgehen und durchrechnen. 118, da können wir also mehr nicht reißen. Das war es, glaube ich, schon in dieser Runde. Noch ein Blick vielleicht auf die Diplomatie. Nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Jordanar, unser Ältester. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir könnten ihm ein Reittier geben, damit er in Schlachten schneller mitkämpfen kann. Nur, der ist jetzt Stufe 7. Der wird, links seht ihr es, der wird demnächst, also demnächst auch noch was, einen Riesenadler auch lenken können. Das fände ich cool. Da könnte er in Windeseile mit dem Fliegen auf den Schlachten. Das fände ich eigentlich sehr, sehr cool. Das wäre eventuell mächtiger. Aber das ist cooler, ein Riesenadler, ist er schneller unterwegs. Das heißt, den Fähigkeitenpunkt jetzt, den würden wir quasi verschwenden. Trotzdem würde er erstmal im Kampf nützlicher sein. Alternativ, wir hatten ihn ja ohnehin hochgeskillt hier bei den als Spezialist, dass er generell seine Erfolgsaussichten bei solchen Aktionen verbessert hat, könnten wir ihn zum Beispiel schon mal als Attentäter auf fremde Helden skillen. Könnten wir zum Beispiel machen. Oder Einfluss sichern. Ich glaube aber, da er schon Truppen auffüllen hat, wird er meistens ohnehin immer in Begleitung sein einer unserer Armeen. Ne? Und dann macht es womöglich mehr Sinn, ihn zu skillen auf... Nicht auf Einfluss sichern, weil dann muss er halt raus aus der Armee und das länger, sondern eher auf Attentat. Das sind so gelegentliche Aktionen, die man macht. Eigentlich wollte ich noch einen Edlen rekrutieren. Aber das ist jetzt schwierig, da ist uns das Geld ein bisschen ausgegangen und wir haben im Augenblick ja noch den Vorteil hier, Werkstoffe auf See, Drittel billiger bekommen wir jedes Gebäude. Da warte ich noch ein bisschen ab. Den können wir auch immer noch rekrutieren. Das war's, glaube ich, ne? Diplomatie wollten wir uns noch anschauen. You called. Übrigens geht so. Wir haben hier die Strafe wegen der Konföderation. Können wir noch akzeptieren. Tiranok ignorieren wir. Bei denen könnten wir uns einscheißern. Aber die sind nicht so unglaublich wichtig. Immerhin haben wir ein Handelsabkommen mit denen, ja neuerdings. Und das lohnt sich schon. Das bringt richtig Gold. Da unten seht ihr es. Also das Verhältnis mit denen stabilisieren, das macht schon Sinn. Da gehen wir gleich Einflusspunkte raus. Mit denen können wir im Augenblick keinen Handel schließen. Wenn wir demnächst die Dunkelelfen hier
denen die Städte abgenommen haben könnten, könnten wir mit denen hier ein Handelsabkommen schließen. Das könnte uns ordentlich was bringen. Und da die im Augenblick mächtig Probleme mit uns haben, sollten wir das gleich mal angehen. Also die beiden. Beziehungen verbessern. Plus 15, das geht. Und dann einmal mit ihnen hier. Auch nur plus 15. Give the word. Ja, das hat sich ziemlich stabilisiert. Angesichts der Konföderationsstrafen ist das sehr, sehr ordentlich. Noch minus 1 ist der Punkt, wo wir uns hinbewegen. Bei denen wird es nicht so gut aussehen. Das ist nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber die werden uns wohl nicht den Krieg erklären. Dafür sind die zu. Wir haben auch keinen direkten Kontakt mit denen. Also eine Runde weiter und mal gucken, was hier passiert. Viele Bevölkerungsüberschüsse. Da zieht der Feind hoch. Der bekommt mit, dass er da oben attackiert wird demnächst. Auf unseren Verbündeten ein Angriff der Dunkelelfen von Norden, die kontern das, indem sie mit einer größeren Armee vorziehen und hochziehen. Hätte ich auch gemacht. Gute Entscheidung. Und die werden wahrscheinlich stiften gehen. Auch eine kluge Entscheidung. Die Dunkelelfen haben halt den Nachteil da, dass sie so weit versplittert sind, zersplittert sind und verteilt sind. Okay. Viele Bevölkerungsüberschüsse, klasse. Sollen wir hier mal den Angriff wagen auf Greifentor. Keine verstärkende Armee, nur die Garnison. Wir nehmen unseren Hauptanführer. Gehen in eine normale Stellung. Komm mal bis hierhin. Kommen wir nicht. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in Verstärkungsreichweite ist. Ist ja krass. Schafft er es? Mist, er ist zu weit weg. Ich breche das mal ab. Den Befehl für die Zukunft. Versuche mal mit ihm anzugreifen. Der kommt da nicht hin. Ah, das ist echt doof. Ganz knapp klappt das nicht. Echt doof. Das ist, weil ja keine Straßen sind. Deshalb dauert das so lange. Schafft er nicht. Er steht ihm im Weg hier. Blöd. Siedlungsverbesserung. Wo haben wir die Probleme mit der öffentlichen Ordnung? Können wir noch nichts reißen. Hier hatten wir auch ein öffentliches Ordnungsproblem. Und hier können wir jetzt die Piazza bauen. Öffentliche Ordnung plus 2. Ja, machen wir auch. Geht ja nicht anders. Und Wachstum könnten wir ausbauen, Eisen rekrutieren, das ist alles. Wir gucken erstmal uns die anderen an. Viel gebaut, nee, nur die Zuflucht hier abgeschlossen. Bevölkerungsüberschuss in vielen Provinzen, okay. Wie sieht das hier bei unserem Tor aus? Da haben wir beim Adlertor mal keinen, nein. Aber
Genau, hier war ein Upgrade. Ein Bauplatz frei. Ja, das hatten wir vorher schon. Das nützt uns nichts. Kavallerie da bauen ist Quark. Das ist vollkommen sinnlos. Hier können wir für mehr öffentliche Ordnung sorgen. Promenade bauen. Jetzt sind wir wieder bei 57. 57 Gold noch auf der hohen Kante. Das war's. Das ist echt nicht gut. Eine Runde weiter. Achso, Diplomatie nochmal anschauen. Ja, das ist okay. Und die anderen? Prince of Elfwan. Verschlechtert sich kontinuierlich. Und unsere Verbündeten? Lord of the Phoenix Court. Das ist nicht so schlimm. Ich will den Einfluss nicht komplett raushauen. Aber ich will noch einmal für diese Mini-Fraktion da im Osten. Weil, wie gesagt, die retten, die schützen und dann irgendwann mit ihnen ein Handelsabkommen haben. Das wäre eine schöne Geschichte. 10 Einfluss kostet das jetzt schon. Nur plus 15. Ah, das ist echt schade. Da verhauen wir das hier ein bisschen raus. Eine Runde weiter und mal schauen. Hoffentlich kriegen die hier keine Verstärkung jetzt. Das ist die Verstärkung, die unterwegs ist. Das ist eine relativ kleine Armee und die ist nicht flink genug unterwegs und die ist Richtung Adlertor. Aber die Garnison in Adlertor sollte das eigentlich packen. Your kind has spilled the blood of my people for generations. So, und die Dunkelelfen bieten uns jetzt für ein Friedensabkommen sogar 1200 an. Das ist interessant, ihr erinnert euch, die haben ja gerade diese Dunkel- oder diese Arche gerade bekommen, diesen Flugzeugträger. Den würden die dann wohl eher gegen andere einsetzen. Das ist verlockend, weil das gäbe uns die Möglichkeit halt im Westen erstmal ganz Tiranok aufzurollen. Wir würden die auf jeden Fall finanziell schwächen. Die haben uns ja auch den Frieden angeboten. Das weiß... Das kommt... Ach, wisst ihr was? 1200 ist verdammt viel Holz. Wir machen das. Wir holen die uns später. Die werden uns auch irgendwann wieder... Wir können auch deren, die so lange provozieren, bis sie uns nachher den Krieg erklären. Also wir haben ja einen hohen Rang, eine hohe Verlässlichkeitsbewertung. Die deshalb ist, weil wir nicht ständig Verträge aufkündigen und so. Aber wir können ja das Gegenüber zu einem Krieg provozieren demnächst und dann müssen wir denen in Zukunft auch nicht den Krieg erklären. Die machen das sicher von sich aus auch. Allein schon bei so einem extrem negativen Wert hier. Die nehmen wir mit, die 1200 Gold. Wir werden die schwächen. Das machen wir. Naja, sehr witzig. Eure Ablehnung hätte euch das Leben gekostet. Eigenschaft Aufseher für Gilgalion, das ist der ehemalige Herrscher von Illyrion. Das heißt, er ist schneller unterwegs und kann weiter gucken. Coole Eigenschaft. Eigenschaft, ne, oder er hat einen Aufseher in seiner Begleitung, eins von beidem. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Guardian of the Phoenix Crown. Er gilt jetzt als Aufseher. Tyrion, Promenade gebaut, das war eine Quest, die wir hatten, bekommen nochmal Gold, Wegsteinsplitter Einfluss, jetzt haben wir 4-6 schon auf der hohen Kante, über 2000 im Plus, jede Runde, schöne Geschichte. Neue Aufgabe, das wird eine Weile dauern, wir sollen zwei Einheiten des Typs Weißer Löwe von Gras haben, entschuldigt, dass ich das Deutsch ausspreche, und zwar bei Tyrion. Das ist, glaube ich, nicht das richtig im Kopf, auf eine Nahkampfeinheit oder ein Magier, ich weiß es nicht mehr genau. Wegsteinsplitter, Einfluss, Schatzkammer, die üblichen Sachen.
Technologie erforscht Speerwahl, Waffenstärke erhöht für unsere Speerträger und die Siegardisten, diese Allrounder-Einheit, die auch Speerträger sind. Schnell die nächste Technologie eingestellt. Könnten wir uns jetzt das hier holen gegen Gold und dann hier weitermachen, aber ich mache erstmal die kostenlosen hier weiter zu Ende. Zumindest die, die mir sinnvoll erscheinen. Das hier nicht. Einheitenerfahrung. Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher, ob wir nochmal Speerträger und Bogenschützen rekrutieren werden. Auch wenn die so billig sind. Plus zwei mehr Einheitenerfahrung für die, weiß nicht. Da haben wir, glaube ich, nur drei Trupps von den illyrianischen Grenzreitern. Für nur drei unserer Einheiten eine Technologie erforschen, weiß nicht. Trompeter, schneller auf dem Schlachtfeld. Alle unsere Einheiten, fast alle, Speerträger, Bogenschützen, Segardisten, dank der Trompeter, die ihnen den Marsch blasen, das machen wir. Und jetzt können wir hier den entscheidenden Angriff machen. Und machen, die haben immer noch keine Verstärkung, klasse. Machen den Angriff mit Tyrion. Oh lala, haben jede Menge Verstärkung an unserer Seite, die gelten alle als Verstärkung, cool. Und, ja, also das machen wir natürlich automatisch, das ist ja absurd hier. There is glory to be won. The Azure have triumphed. Sehr schön, ganz geringe Verluste. Besetzen das Greifentor. Halten einen Talisman, den Talisman von Saferi, mehr Nahkampfabwehr und Magieresistenz, schauen wir uns nachher an. Haben die Provinz gesichert, das Greifentor ist ähnlich wie das andere Tor, das wir schon haben. Eine einzige Provinz mit einer Siedlung, nämlich diesem Tor. Können da einen Erlass gleich raushauen. Haben die Aufgabe abgeschlossen, eine irgendeine x-beliebige Siedlung einzunehmen. Bekommen nochmal Schatzkammer, 1500 Wegsteinsplitter-Einfluss. Fantastisch. Neue Aufgabe, wir sollen ein Schrein des Azuyan errichten, was immer das ist. Da schauen wir uns gleich mal an. Cool. Und haben das Greifentor jetzt, das uns gehört. Können weit gucken. In die andere Richtung. Haben zwei Tore jetzt schon hier stehen. Haben damit erstmals auch dem Reich der Terranocke eine Siedlung abgenommen. Könnten weiter vormarschieren auf das hohe Tal, was keine Siedlungsmauern hat und keine, nur eine Garnison, keine Bewaffnung. Könnten von hinten deren Reich jetzt aufrollen. Hier ist eine kleine Armee von denen. Und die wollen tatsächlich hier auf das Adlertor zumarschieren. Das werden die nie und nimmer einnehmen können. Das sieht cool aus, das sieht gut aus. Wir haben einen brüchigen Frieden, aber einen Frieden erstmal mit den Dunkelelfen, müssen uns kurzfristig um die Front hier nicht kümmern. Coole Geschichte. Das sieht echt gut aus. Das sieht zauberhaft aus. Ich sehe uns schon hier von Norden Richtung Süden marschieren. Immer die Küste lang. Ha! Schöne Aussichten für die nächste Folge beim Let's Play mit Total War Warhammer 2. Bis bald, macht's gut, tschüss!